Willkommen zu den SunnyHeat Video Tutorials. In diesem Video dreht sich alles um die Betriebsarten. Was sind die Betriebsarten? Die Betriebsarten definieren, wie die SunnyHeat Infrarotheizung arbeiten soll. Wo finde ich die Betriebsarten? Die Betriebsarten sind mit einem Tippen auf die Taste Betriebsart zu finden. Mit einem Tippen auf die jeweilige Betriebsart wird die Betriebsart ausgewählt. Die ausgewählte Betriebsart wird mit einem Haken markiert. Was ist die Betriebsart Automatik? Bei der Betriebsart Automatik regelt SunnyHeat automatisch auf die Solltemperatur unter der Berücksichtigung der Einstellungen im Menü. Automatik ist die Standardbetriebsart aller SunnyHeat Infrarotheizungen. Durch einmaliges Drücken der Zurücktaste gelangt man wieder auf die Hauptanzeige. Was ist die Betriebsart Schnellaufheizung? Bei der Schnellaufheizung heizt die SunnyHeat Infrarotheizung für 30 Minuten mit der eingestellten maximalen Oberflächentemperatur und der eingestellten maximalen Heizleistung, ohne dabei die Solltemperatur zu berücksichtigen. Diese Betriebsart ist dafür gedacht, einen Raum für kurze Zeit schnell zu erwärmen, wie zum Beispiel im Badezimmer beim Duschen. Hat man die Betriebsart Schnellaufheizung gewählt, erscheint das Schnellaufheizungssymbol auf der Hauptanzeige. Wenn man den Frostschutz aktiviert hat, ist die Betriebsart Frostschutz verfügbar. Bei der Betriebsart Frostschutz heizt die Infrarotheizung auf die Solltemperatur für den Frostschutz. Genaueres zum Frostschutz gibt es in unserem Video über den Frostschutz. Hat man die Betriebsart Frostschutz ausgewählt, erscheint das Frostschutzsymbol auf der Hauptanzeige und die Solltemperatur ändert sich in die Solltemperatur für den Frostschutz. Was ist die Betriebsart Flugmodus? Bei der Betriebsart Flugmodus wird die SunnyHeat Infrarotheizung ausgeschaltet, das Thermostat bleibt aber an. Man kann dann das Eco-Control-Thermostat weiter für Uhrzeit und Datum nutzen. Beispielsweise im Sommer. Hat man die Betriebsart Flugmodus gewählt, erscheint das Flugmodus-Symbol auf der Hauptanzeige. In diesem Video wurden die Betriebsarten Automatik, Schnellaufheizung, Frostschutz und Flugmodus erklärt. Wir sind nun am Ende dieses Tutorials angekommen. Das Team von Creasystems sagt Danke fürs Zuhören. Mehr Informationen über SunnyHeat gibt's auf sunnyheat.de.